Zusammen zu Hause, grüezi, welcome everybody around the world. Wir freuen uns sehr, heute an diesem schönen Sonntagmorgen hier im Hotel Schweizerhof in Luzern zu Gast sein zu dürfen. Wir sind das Trio Capella, das ist Claudia Muff am Akkordeon, Peter Gossweiler am Bass und mein Name ist Armin Bachmann. Das erste Stück war ein bisschen Klezmermusik, Happy Freilaidach und wirklich tolle Klänge aus dieser Welt. Und wir sind natürlich jetzt sehr glücklich, dass wir in Ihrem Buffet zu Hause sozusagen da sind, so dass Sie dann das Frühstück genießen, Brunch genießen oder vielleicht sogar Aperitif genießen. Aber wir sind bei Ihnen, wir sind da, wir essen sozusagen mit. Hinter der Kamera am Regiepult ist die Tochter von Peter, das ist Elisa. Und an der Kamera unsere Kranfrau heute sozusagen, das ist Sandrin, die Lebenspartnerin von Peter. Yeah, dear people around the world, welcome here with the trio. We play just 1 hour now for you, for a happy Sunday, and we are really proud to be in this fantastic house here in the Hotel Schweizerhof in Luzern. The next piece is from Gerhard Winkler. Ein wunderbares Stück Musik, passend für Sie zu Hause. Ein neapolitanisches Ständchen. Thank you.
muss ich auch. Das war Gute Freunde von Walter Grob, ein Akkordeon-Solo, Stück eigentlich dann jetzt arrangiert von Claudio für uns im Trio. Es sind spezielle Zeiten in diesen Corona-Zeiten und für uns Künstlerinnen und Künstler natürlich gerade ein bisschen arbeitslose Zeiten. Viel üben zu Hause und noch nicht wissen für was, das ist gar nicht so einfach. Deshalb freuen wir uns umso schöner, jetzt bei Ihnen zu Hause zu sein. Ich hoffe, bei Ihnen geht es allen gut zu Hause. Wie geht es bei unseren Kamerafrauen? Sandrin, alles gut? Elisa, alles super? Ja, Sie nicken, wunderbar. Das nächste Stück ist die Napf- und Nebel-Suite. Eine Komposition in 4 Sätzen von Claudia. Der Napf, das ist ihre Heimat, das ist im Luzerner Hinterland. Und erzählen zum Brauchtum und sagen Geschichten in diesen 4 Sätzen. Die erste ist die Streckele. I like to translate this now in English, it's the Streckele. So, you know it's the same. Das ist eine alte Hexe, könnte man ihr sagen. Sie sammelt protzköpfige Kinder ein, wenn es denn notwendig ist. Und man spricht von den Streckele nach im Dezember, wo diese Kinder dann eingesammelt werden. Dann kommt der Besentanz, ein alter Brauchtum, dass man die Besen zur Kirche bringt, um Gesundheit zu erlangen, wenn man gewisse Krankheiten hat. Dann kommt der Napfchoral, eine Hommage an die Frömmigkeit der Menschen in dieser Region. Und am Schluss der Durst, nicht der Durst, der Durst. Wenn die Winde im Dezember um die Hausecke heulen, ist der Durst mit seinem Gefolge unterwegs. Man hat ihn nie gesehen, aber man hört ihn. Das Heulen, das Bellen, das Wiehen, das Stampfen, das Schnauben. Wow. Eine ganz gefährliche Gestalt. Unbedingt in den Scheunen muss man die Türe, das Tenn offen lassen, damit der Wind, der Durst hindurch kann. Weh, man hört seinen Ruf nicht. 3 Schritte aus dem Weg, 3 Schritte aus dem Weg. Dann packt er einen und man entschwindet nie mehr gesehen in die Lüfte. Also, typische Sonntagsmusik. Die Napf- und Nebelsuite.
Das war die Napf und Nebel, Suite von Claudia Wolf. Weiter geht's mit einem Stück Musik aus Wien von Fritz Kreisler. Marche Miniature Vinoise, passend für so ein schickes Haus wie hier. Und hier noch ein kleiner Hinweis: Wenn Sie Lust haben, unsere Projekte und unser Konzert zu unterstützen, dann finden Sie auf der Webseite die Buttons, eine Spende zu tätigen. Sie müssen nicht, Sie dürfen. Es ist ganz frei, wie Sie das handhaben möchten. Wir danken, wenn Sie tun. Wunderbar. Also, ich spiele das mit der Doppelbass, Doppelbecherposaune, Sie haben das schon gesehen. Das ist ein Instrument, wo man hinten raus und vorne raus spielen kann, so wie es einem gerade gefällt. Das macht Spaß, dass man auch für das Publikum hinter uns sozusagen Musik hat. Marche Miniature Vinoise von Fritz. Bei Ihnen auch so still zu Hause wie bei uns. Wir spielen den nächsten Ton ganz stille. Wow. Genau, ich hoffe, Sie haben es etwas lebhafter. Wir gehen weiter
Ciacchino Rossini, einem großen klassischen Komponisten, der die Oper geliebt hat und für die Oper so unendlich viele tolle Melodien geschrieben hat. Peter hat seine berühmte Tarantella La Danza gepackt und umgearbeitet mit einem afrikanischen Touch, sozusagen als Hommage an die Köchin, die Rossini gehabt hat. Das war eine westafrikanische Köchin, die hat immer nach so anstrengenden Opernabenden Kulklui gekocht, sodass er sich stärken konnte. Das war eine sehr mit Erdnussbutter gemachte, frittierte Geschichte, die sehr ihm zu Wohle gekommen ist, weil Giacchino Rossini war ein Lebemann auch, er war ein fantastischer Koch und man hat es ihm eigentlich auch in seiner Figur angesehen, dass das so war. Just for the people around the world, Giacchino Rossini's Tarantella La Danza in a new version with African style. Peter, our bass player and technique man from today, wrote that piece and the title is La Danza Africana. It's right? Yes. Yes, also La Danza Africana. Etwas Spezielles auf Ihrem Buffet zu Hause, das haben Sie sicher nicht. Thank you.
Wunderbar, schieb mal. So. Sind schön, oder? Das war Shelby, ein Walzer von Claude Mouffe, geschrieben, gewidmet an Josef Odermatt. Ja, das weg ist. Genau, genannt Shelby. Wunderbar. Und jetzt eine kleine Rundreise für euer Buffet, sozusagen. A little trip for your brunch buffet at home. First of all, we go to the cheese. So, heimatliche Gefühle, Alkohol, Sehnsucht. Ah, oh, wunderbar. Dann Wasser zum Trinken, Water, am Brunnen vor dem Tore, sozusagen. Dann feurige Salami aus Bulgarien, very hot meal from Bulgaria. And then we go to France for a baguette, we need baguette. So we gehen nach Paris für eine kleine Mise en Moisette, sozusagen, für ein kleines Baguette. Das allerliebste Sandrin hat mir gerade einen Daumen geschenkt. Sie mag wahrscheinlich Baguette. Wie immer, alle unsere Werke sind komponiert, arrangiert und in Szene gesetzt von unseren zwei fantastischen Musikerinnen und Musikern, von Claudia und von Peter. Das jetzt dieses Mal wieder von Peter. Wir nennen es eine Mise en Moisette. Stimmt das? Okay, Moment, ich muss zuerst mein Album packen. Also, toi, toi, toi für Sie zu Hause. Beißen Sie kräftig rein. Enjoy! Thank you.
Und nochmals Napf, Napflandschaft. In dunkle Wälder, mystisch den Nebelmorgenstimmungen, donnernde Gewitter und Wolkenbrüche und erdeschöne Aussichten. Das ist der Napf. Stimmt das, Claudia? Und Claudia hat ein wunderschönes Stück geschrieben darüber. Und das nennt sich Napflandschaft. It's originally in Switzerland, it's really special, it's a really mythical thing, and you have to visit that when we are open the borders. Napflandschaft von Claudia Muff. So, ladies and gentlemen, that was Napflandschaft von Claudia Muff. Fantastic music for me. I like it. Now we come to the last piece. Jetzt weiß ich nicht, welche Kamera ich gucken soll. Ich habe dich nicht gesehen, du hast. Danke. Elisa zeigt mir immer schön so oder so, aber ich habe nicht geguckt. Thank you very much. Danke herzlich, dass Sie da waren. Es ist immer toll, für Sie zu spielen. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn wir Sie wirklich live sehen. Aber wir sind sicher,
Sie sitzt zu Hause ganz bequem vor ihrem Computer, vor ihrem Fernseher, vor ihrem Handy und es macht Spaß für sie zu musizieren. Wir danken nochmal herzlich dem Hotel Schweizerhof und John Walker, ein guter Kollege, der hier auch als großer Chef arbeitet, aber auch ein toller Musiker ist. Und wir danken Elisa Sandrin hinter dem Pult, Peter für seine ganze Technik. Er ist immer zuständig für all die Kameras, die hier rumstehen und Ton und alles. Das ist doch fantastisch. Ich darf nochmal unsere Kollekte erwähnen, die Sie leisten können auf unserer Homepage. Danke dafür, wenn Sie die Kapazität haben dafür, dann freuen wir uns natürlich. Habe ich jemand vergessen, ihr Lieben? Nein, gut, dann bin ich froh. So, kommen wir jetzt also zum letzten Stück. Wie wir angefangen haben, hören wir auf mit ein bisschen Klezmer-Musik und ein großer Fan war Peter von Louis de Funès. Wer ist schon nicht Fan von diesem tollen Schauspieler? Unvergessen, wie er in seinem Citroën über die Straßen hetzt mit einem angespannten Gesicht. Und unter anderem gibt es den tollen Finn Rabbi Jacob, mit seinen langen Dingen da verkleidet gewesen, über die ganze Filme durch ist er nur im Stress und hetzt herum. Und zu Ehren von ihm hat er ein Stück komponiert, in Kombination mit Mein Städtele Belz. Und der Titel des Stückes habe ich jetzt glatt vergessen, der heißt Rabbi Jacob tanzt Polka im Städtele Belz. So ist es. Es ist in der berühmten Heutschüss Rondoform geschrieben, aber das schaffen Sie dann, wenn Sie es hören, werden Sie es verstehen für alle Musikerinnen und Musiker. Ihnen wünschen wir alles Gute von Herzen. Bleiben Sie gesund. Take care. Und wir hoffen bald, dass wir uns wieder live irgendwo begegnen dürfen, musikalischer Art. Im Namen des Dios, im Namen von Claudia Muff, von Peter Gosweiler und von mir herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.